Hallo, heute nehme ich euch mit in eine Feldenkrais-inspirierte Übungssequenz am Boden in der Rückenlage, die wunderbar für eine aufrechte Körperhaltung ist und gegen Rückenverspannungen. Also wenn du öfter mit Verspannungen im unteren oder mittleren Rücken zu tun hast, dann bleib auf jeden Fall dran und probier das mal für dich aus. Sogar bis in den Nacken hinein wirkt es bei mir öfter. Also probier diese wunderbar lösenden kleinen Übungen und schau, wie es für dich funktioniert. Bei der Feldenkrais-Methode ist es oft so, dass man beim ersten oder zweiten Mal, während man das macht, sich so ein bisschen fragt, ich mache doch hier gar nichts. Was soll das denn eigentlich bringen? Und dann aber hinterher oder beim Vergleich von der rechten und linken Seite auf einmal spürt, dass da doch sich deutlich was verändert hat. Das Prinzip dahinter ist, dass man durch ungewohnte Bewegungen, die man häufig wiederholt, so gewohnheitsmäßige Verspannungen loslässt oder der Körper diese Verspannungen loslässt. Und deshalb ist ganz wichtig, dass du einfach ins Spüren reingehst und die ganzen Übungen mit so wenig Anstrengung und Anspannung wie möglich versuchst durchzuführen. Wenn du Lust hast, dann finde einen entspannten Platz auf dem Teppich oder auf einer Decke oder wenn du hast, auf einer Yogamatte. Es sollte nicht zu weich sein, sodass du noch so ein bisschen die Rückmeldung vom Boden hast, wo du aufliegst und wo es sich härter oder weicher anfühlt. Dann lass uns anfangen. Schließ die Augen und für einen Moment nimm einfach wahr, wie du hier ankommst und wo dein Körper am Boden aufliegt. Mit welchen Körperbereichen berührt dein Körper den Boden? Wenn der Boden weich wäre, so wie weicher, warmer, vielleicht ein bisschen feuchter Sand, wo würdest du einsinken und einen Abdruck hinterlassen? Wie sähe dieser Abdruck deines Körpers am Boden aus? Wie liegen deine Fersen auf? Mit welchen Flächen berühren deine Unterschenkel den Boden? Deine Oberschenkel? Wie liegt das Becken? Wenn du diesen unteren Teil deines Körpers nochmal in die Aufmerksamkeit nimmst. Welche Bereiche würden sich dort besonders tief und deutlich in den Boden hinein abdrücken?
gibt es leichtere Auflageflächen, die vielleicht auch noch als Abdruck zu erahnen wären am Boden. Und an welchen Stellen gibt es gar keinen Kontakt zum Boden? Wo gibt es eine Lücke in diesem Abdruck, den du oder der untere Teil deines Körpers im weichen Sand hinterlassen würde? Noch ein paar Atemzüge mit deiner Aufmerksamkeit bei diesem unteren Körperbereich, bei deinen Beinen und deinem Becken, bei dem Abdruck, der von Beinen und Becken in einem weichen Untergrund entstehen würde. Und dann lass diesen unteren Bereich deines Körpers so locker wie möglich einfach liegen. Und bring deine Aufmerksamkeit zum unteren Rücken. Schau dir einmal an, wie dein unterer Rücken gerade am Boden liegt. Wie groß ist diese Kurve der Lendenwirbelsäule gerade jetzt in diesem Moment? Wenn du magst, schätz den Abstand zwischen den Lendenwirbeln und dem Boden einmal in Zentimetern. Und dann verfolg diese Kurve deiner Wirbelsäule weiter, langsam nach oben. Nimm wahr, wo der Abdruck am Boden wieder stärker werden würde. Wo spürst du den Druck des Bodens wieder deutlicher? Wie liegt dein mittlerer und oberer Rücken am Boden auf? Welche Wirbel haben besonders deutlich Kontakt zum Boden? Wie breit liegen deine Schultern? Wie fühlt sich dein Nacken an? Und dann schau noch mal in deinen Hals hinein. Auch hier schätz mal den Abstand zwischen den Halswirbeln und dem Boden in Zentimeter. Wie groß, wie deutlich ist diese Kurve der Wirbelsäule im Halsbereich, gerade jetzt, in diesem Moment. Und dann schau noch deinen Hinterkopf an. Mit welchen Flächen oder mit welchem Punkt gibt deine Kopfhaut das Gewicht des Kopfes in den Boden ab? Wie weit oben oder unten ruht der Kopf? Und ist das genau in der Mittellinie, so mittig am Hinterkopf, oder ist es vielleicht ein bisschen rechts oder links davon? Wenn es solche Unterschiede gibt zwischen rechts und links, dann nimm sie einfach wahr, ohne irgendwas zu verändern. Alles darf so sein, wie es ist. Und dann nimm diesen Abdruck von deinem Rumpf und deinen Beinen nochmal so ganz in dich auf. Stell dir den weichen, warmen Sand vor, in den du ein wenig einsinkst. Nimm die Flächen wahr, die sich da als Abdruck eindrücken würden. Und dann zu einem selbstgewählten Zeitpunkt stelle beide Füße auf. Erst den einen, dann den anderen, mit so wenig Anstrengung wie möglich. Und leg jetzt mal den linken Fuß über das rechte Bein.
Das kann so sein, dass du hier oberhalb vom Sprunggelenk dich einfach ablegst und das Knie nach außen zeigst. Wenn es dir angenehm ist, kannst du aber auch das Bein so ganz überhängen, wie man das auf Stühlen manchmal tut, sodass die Kniekehle da überhängt. Und egal welche dieser Formen du jetzt gewählt hast, lass mal beide Knie nach links sinken, sodass der rechte Fuß, der da am Boden steht, nach innen rollt, auf seine Innenkante. Und dann holst du das wieder nach oben. Und das ist jetzt die erste Bewegung von diesen ungewohnten Bewegungen, die wir immer wieder wiederholen, eine Weile lang. Das heißt, stell dich darauf ein, dass du diese Bewegung ganz langsam, ganz in Ruhe, wieder und wieder machst. Und bei jeder Wiederholung, stell dir vor, du fängst ganz neu an, lässt die Knie einfach sinken und holst sie dann wieder hoch. Und suchst dabei den leichtesten Weg, diese Bewegung auszuführen. Probier, wenn du magst, einmal aus, ob dieses Sinken der Knie leichter geht, wenn du ausatmest, oder ob es leichter geht, wenn du einatmest. Wann hast du das Gefühl, können die Knie weicher nach unten sinken? Wann ist der Brustkorb weicher? Und dann schau auch mal, mit welcher Atemphase du das leichter wieder nach oben bringen kannst. Vielleicht fühlt sich das irgendwie komisch oder anstrengend an, das wieder nach oben zu bringen. Wenn es so ist, probier verschiedene Varianten aus. Du kannst zum Beispiel mal probieren, die rechte Beckenseite dir ganz schwer vorzustellen. Und dadurch, dass die rechte Beckenseite so schwer wird, zieht sie die Knie wieder mit nach oben. Probier das für dich auch. Mach das wirklich auch langsam, dieses Sinken, wieder ansteigen, sodass du alle Phasen dieser Bewegungen mitverfolgen kannst. Wenn du das nächste Mal ganz langsam mit den Knien nach links sinkst, dann beobachte, auf welchem Weg diese Bewegung sich fortsetzt durch deinen Körper. Schau mal, ob deine rechte Schulter vielleicht so ein bisschen mitbewegt wird, mitgezogen wird, wenn die Knie da sinken. Lass das auf jeden Fall zu. Es geht hier nicht darum, irgendwas extra zu stabilisieren, sondern es geht darum, die Bewegung so locker wie möglich auszuführen und alles darf dabei mitkommen. Das heißt, wenn die rechte Schulter vielleicht ein bisschen mitgezogen wird am Boden, ist das genau so, wie es sein soll. Beobachte das. Vielleicht merkst du sogar, dass der Kopf so ein bisschen mitkommt und so ein bisschen nach unten mitgezogen wird. Was auch immer du für Reaktionen in deinem Körper spürst, lass diese Reaktionen zu und genieß die Verbindungen, die da bestehen. In deinem Körper. Und dann beobachte beim nächsten Mal mal ganz bewusst, wo diese Bewegung der Knie sich überall durchzieht, wo du das spürst. Was wird bewegt im Bereich des Beckens? Zwischen welchen Wirbeln entsteht besonders viel Bewegung? Zwischen welchen Rippen entsteht Bewegung? Welchen Weg wandert die Bewegung nach oben, bis zur Schulter, vielleicht bis zum Kopf? Was passiert dann, wenn du wieder nach oben kommst? Wiederhol diese Bewegung vielleicht noch 5 Mal in diese Richtung. In alle Ruhe. Lass den Atem nochmal so sich mit der Bewegung verbinden, dass es besonders leicht ist.
wenn du merkst, dass du den Atem angehalten hast oder irgendwie festhältst und flach werden lässt, lass ihn wieder lang werden, ganz bewusst. Und dann zum selbstgewählten Zeitpunkt such dir deine letzte Wiederholung quasi aus und danach entkreuzt du die Beine und lässt einen Fuß nach dem anderen wieder wegrutschen. Spür jetzt mal nach. Lausch dem Echo in deinem Körper. Bring deine Aufmerksamkeit einmal in den Bereich des Beckens. Und wahr, was danach rechten Beckenseite, der rechten Seite des unteren Rückens. Was passiert dort jetzt in der Ruhephase? Vergleich auch mal, wie die rechte Beckenseite sich anfühlt im Vergleich zur linken. Die rechte Seite des unteren Rückens im Vergleich zur linken. Manchmal fühlt sich eine der beiden Seiten nach so einer Übung ein bisschen größer an oder schwerer oder auch leichter. Vielleicht eine Seite gefühlt ein bisschen breiter oder flacher am Boden aufliegt als die anderen. Und wenn es solche Unterschiede gibt, dann nimm sie wahr. Schenk ihnen deine Aufmerksamkeit. Und dann zum selbstgewählten Zeitpunkt. Stell wieder einen Fuß nach dem anderen auf, mach das so locker wie möglich und schlag den anderen Fuß über. Der rechte Fuß kann sich jetzt hier so ablegen, sodass das Knie nach außen zeigt oder auch ganz überhängen, sodass die Kniekehle auf dem Oberschenkel aufliegt. Und dann lass dieses Päckchen der Beine diesmal nach rechts sinken. Das ist dir bestimmt schon gedacht. Lass also dieses ganze Paket nach rechts sinken, sodass der linke Fuß auf seine Innenseite rollt, dann wieder zurück, wenn du nach oben zurückkehrst. Wiederhol das. Ja, hier beobachte, welchen Weg sich die Bewegung fortsetzt. Nimm wahr, ob es eine Reaktion gibt. Vielleicht bis in deine linke Schulter hinein. Vielleicht auch bis zum Kopf. Lass alles so locker sein, dass es hinterhergezogen werden darf und dass es reagieren kann. Die gelöste Wirbelsäule überträgt die Bewegung nach oben. Na, welche Strukturen deines Skeletts dabei bewegt werden. Die Knie sinken, die Oberschenkel werden mitgenommen, dadurch wird das Becken mitgenommen, die Wirbelsäule. Zwischen welchen Wirbeln spürst du die Bewegung? Wie wird der Brustkorb beeinflusst? Zwischen welchen Rippen nimmst du die Bewegung wahr?
überträgt sich das bis in den Schultergürtel, bis zur linken Schulter, bis zum Kopf. Und dann schau auch auf dieser Seite nochmal, wie du gerade atmest. Lass den Atem ganz lang sein und probier ruhig mal aus, ihn mit der Bewegung zu verbinden. Ist das Sinken der Knie leichter, wenn du dabei ausatmest oder wenn du dabei einatmest? Und dann versuch auch das Wiederansteigen der Knie leichter werden zu lassen. Stell dir dazu vor, dass die linke Beckenseite schwer wird und dadurch alles hinterhergezogen wird. Oder probier auch mal diesen rechten Unterschenkel, der hier überliegt, beim Wiederansteigen führen zu lassen, als wollte der Unterschenkel und der Fuß in den Raum links von dir hinein. Probier das aus und schau mal, welche dieser Varianten dir hilft, welches dieser Vorstellungsbilder dir hilft, die Bewegung immer leichter, weicher und runder werden zu lassen. Mach die Bewegung jetzt noch 5 oder 6 Mal und stell dir dabei vor, dass das Sinken und das Wiederansteigen der Knie wie eine große runde Bewegung ergibt. Als wäre das gar nicht eine Bewegung und dann die andere, sondern als wären das wie 2 Halbkreise, die zusammen einen Kreis ergeben. Probier das für dich aus, die Bewegung immer runder und immer reicher werden zu lassen. Wenn du zwischendrin eine Pause brauchst, kannst du jederzeit eine Pause nehmen, einfach kurz die Füße nebeneinander aufstellen, die Knie aneinander lehnen und dann zu deinem Zeitpunkt wieder weitermachen. Und wenn du jetzt das Bedürfnis hast, das nochmal in die andere Richtung auszuräkeln, dann lass die Knie einfach mal in die Gegenrichtung rollen. Dann steht ein etwas deutlicher spürbarer Twist und vielleicht wird alles ein bisschen mehr hinterhergezogen. Und dann hol das wieder zurück und geh jetzt ein paar Mal einfach hin und her, rechts und links, mit diesem überschlagenen Bein. Mit so wenig Anstrengung wie möglich, gleiche Herangehensweise, du beobachtest, was da passiert, du probierst, es so locker wie möglich rollen zu lassen, 1 oder 2 Mal. Die eine und dann in die andere Richtung. Aber nur, wenn dir das wirklich auch angenehm ist und gut tut. Wenn du das gemacht hast, also wenn du jetzt hin und her gegangen bist, dann wechsel die Beine nochmal und mach das auch auf der anderen Seite. Und so ein paar Mal. Jetzt sinkst du quasi mit dem überschlagenen linken Bein nach rechts, kommst wieder zurück. Und dann wieder nach links, wie vorhin. Der untere Fuß rollt mal auf seine Außenkante, dann wieder auf seine Innenkante. Und das Ganze ist nur so eine kleine Zwischenübung, so ein kleines Intermezzo. So noch mehr locken, lösen. Und dann zu einem selbstgewählten Zeitpunkt. Entkreuz die Beine wieder, lass einen Fuß nach dem anderen wegrutschen, die Beine lang werden. Und spüre jetzt nochmal nach. Was klingt nach in deinem unteren Rücken, in deinem Becken? Was hat sich verändert? Legen die Beine jetzt auf? Wie liegt das Becken? Und wenn
du magst, dann schätze jetzt nochmal den Abstand zwischen dem unteren Rücken und dem Boden. Ist das der gleiche Abstand wie vorhin oder hat sich da etwas verändert? Ja, nimm diese Veränderung einfach wahr. Nimm sie in deine Aufmerksamkeit. Spür noch einen Moment nach. Vergleich, wenn du magst, auch nochmal die rechte und die linke Beckenseite, wie sie auffliegen. Hier im Vergleich zu eben noch mal was verändert. Und dann zu einem selbstgewählten Zeitpunkt stell einen Fuß nach dem anderen noch einmal auf. Wir gehen jetzt noch mal so mehr in den mittleren und oberen Rücken rein. Bring dazu die Hände mal aneinander und verschränk die Finger ineinander. Du hast jetzt ein Dreieck erzeugt zwischen deinem Schultergürtel und den beiden Armen. Dieses Dreieck bleibt in seiner Form bestehen. Lass die Hände jetzt mal nach links sinken. Damit das Dreieck seine Form behalten kann, muss dazu die rechte Schulter vom Boden wegrollen. Und dann komm wieder zurück. Das kann ein ganz kleines Stückchen sein. Es kann auch ein ganz großes Stück sein. Es ist völlig egal, wie das bei dir aussieht. Wichtig ist, dass das Dreieck seine Form behält und dass du so locker wie möglich darüber gehst, so ein bisschen rüberziehst und wieder zurück. Vielleicht hilft es dir, wenn du dir vorstellst, dass jemand unter deine rechte Schulter drunter greift und die so ein bisschen vom Boden weghebt, wegrollt. Und dann rollst du wieder zurück. Wiederhol das in aller Ruhe, ganz langsam. Kopf kann auch einfach mitrollen. Und auch hier beobachte mal, was dein Atem gerade tut. Wir tendieren alle dazu, den Atem gerne festzuhalten, wenn wir uns auf irgendwas anderes konzentrieren. Wenn dir das auffällt, dann lass den Atem bewusst wieder weiterfließen. Probier vielleicht mal aus, mit dieser Drehung der Wirbelsäule die Ausatmung zu verbinden. Und mit dem wieder zurückkommen, die Einatmung zu verbinden. Probier das für dich aus, wenn es stimmig ist. Bleib dabei. Wenn nicht, kannst du das auch probieren, auf eine andere Art zu verknüpfen. Du kannst den Atem auch unabhängig weiterfließen lassen. Wichtig ist nur, dass er weiterfließt. Mach das noch 3 bis 4 Mal in diese Richtung. So locker wie möglich. Lass den Kopf ruhig mitkommen. Ich möchte der sogar noch weiter rollen als die Schultern. Such dir dann deine letzte Wiederholung für diese Richtung aus und danach löse die Hände, lass sie am Boden ankommen, lass die Beine kurz wegrutschen, spür noch mal nach. Wie kommt dein mittlerer und oberer Rücken jetzt am Boden an? Beobachte mal, wie die linke Schulter aufliegt, das Schulterblatt. Was für ein Gefühl macht sich hier breit? Vergleich das mal mit der rechten Schulter und dem rechten Schulterblatt. Gibt es hier Unterschiede zwischen rechts und links? Vielleicht liegt eine Seite ein bisschen weiter unten am Boden, vom Gefühl flacher oder tiefer. Vielleicht fühlt sich eine Seite auch einfach größer an oder weicher. Was auch immer es ist, was bei dir dort nachklingt, nimm diese Unterschiede einfach.
dann zu einem selbstgewählten Zeitpunkt stell die Füße noch einmal auf, das letzte Mal in unserer halben Stunde hier. Verschränk die Hände wieder, diesmal verschränk sie auf die ungewohnte Art. Also wenn du normalerweise den linken Daumen und Zeigefinger nach vorn legst, leg jetzt den rechten Daumen, Zeigefinger und so weiter nach vorn. Finde wieder diese Form für das Dreieck zwischen Schultergürtel und Armen. Und dann lass die Hände diesmal nach rechts sinken. Auch hier kann es sein, dass das nur ein kleines Stückchen möglich ist. Völlig egal, wie das aussieht. Stell dir vor, jemand greift unter dein linkes Schulterblatt und hebt und rollt das so ein bisschen weg vom Boden. Rollt den oberen Teil von dir quasi so ein bisschen nach rechts. Der Kopf darf mitkommen, darf mitrollen. Und achte darauf, dass dein Schultergürtel sich zusammen mit den Armen bewegt und achte darauf, dass die Atmung nicht festgehalten wird, sondern immer weiter fließt. Wenn du magst, kannst du auch mal ausprobieren, wenn sich das so relativ vertraut schon anfühlt, kannst du auch mal ausprobieren, mit dem gegenüberliegenden Fuß ein bisschen in den Boden reinzuschieben, während die Arme nach rechts rollen. Also der linke Fuß schiebt in den Boden, die Arme senken sich ein Stückchen nach rechts. Schau mal, ob es da eine Verbindung gibt, ob das diese Bewegung vielleicht noch leichter machen kann. Und wenn ja, dann machst du damit weiter. Achte auf jeden Fall darauf, dass deine linke Schulter mitkommt, weg vom Boden, dass du wirklich auf die rechte Schulter drauf rollst. Und dass die Arme quasi lang bleiben können dadurch. Das noch ein paar Mal, vielleicht fünfmal in diese Richtung. In aller Ruhe. Du magst nehmen wahr, was dabei mit deinem Becken passiert. Vielleicht merkst du, dass die linke Beckenseite leichter wird, wenn du so nach rechts rollst mit dem oberen Teil von dir. Das darf passieren. Solange du nicht komplett rumrollst und solange deine Knie noch ungefähr nach oben zeigen, darf alles andere einfach mitkommen. Und dann such dir deine letzte Wiederholung aus. Danach lass die Arme locker zum Boden kommen. Schau mal, wie weit entfernt von der Mittellinie deine Hände ankommen wollen. Lass einen Fuß nach dem anderen nochmal wegrutschen in die Länge. Und spür auch jetzt noch einmal nach. Lausch dem Echo in deine Schultern. In deinen mittleren Rücken. Legen die rechte und die linke Schulter jetzt am Boden auf. Hat sich irgendwas verändert? Wenn du Veränderungen wahrnimmst, nimm sie einfach in deine Aufmerksamkeit. Spür nach, ohne etwas zu verändern oder korrigieren zu wollen. Dann nimm nochmal deine kompletten Auflageflechten in die Aufmerksamkeit. Wenn der Boden weich wäre, wie weicher, warmer Sand, wie würde dein Abdruck darin aussehen? Was hat sich verändert im Vergleich zum Beginn der Stunde? Wie
Legen die Schultern auf. Wie breit liegen sie am Boden? Wie viel Fläche des mittleren und unteren Rückens berührt den Boden? Wie liegt dein Becken? Und wie liegen deine beiden Beine? Spür hier noch einen Moment nach. Und dann beginne in aller Ruhe mal deine Finger und Zehen wieder so ein bisschen zu recken. Stell dir vor, dass mit jeder Einatmung wieder ein bisschen mehr Wachheit in den Körper einströmt. Wenn du magst, kannst du auch die Ellenbogen mal anwinkeln. Die Arme in die Länge strecken und dich recken, als hättest du gerade ein Nickerchen gemacht und würdest jetzt ganz erfrischt wieder aufwachen. Du kannst dich auch rollen und deinem Körper alles geben, was er so an Regeln vielleicht gerade noch haben möchte hier am Boden. Und dann aus diesem Rollen heraus, komm mal über eine deiner beiden Seiten wieder zum Sitzen zurück und von dort weiter zum Stehen. In aller Ruhe finde deine leichteste Variante aufzustehen und geh einfach mal so ein paar Schritte durch den Raum, in dem du gerade bist. Die Arme locker hängen im Bauch, wie der Körper sich aufrichtet, im Bauch, wie weit oben oder unten dein Blick sich einpendelt. Und im Bauch, was dir so auffällt, was sich vielleicht verändert hat im Vergleich zu sonst. Ich fühle mich gerade ganz lang. Wie so diese Länge der Wirbelsäule sehr stark. Nimm dieses bewusste Gehen ruhig mit in deinen heutigen Tag. Immer wenn du irgendwo hinläufst, spür mal so in die Länge hinein, die Aufrichtung deiner Wirbelsäule. Und ich hoffe, dass dir das gut getan hat, dass du ein paar Verspannungen in deinem Rücken vielleicht lösen konntest und das mitnehmen kannst in deinen Alltag. Wenn ja, dann komm doch jederzeit wieder zurück zu dieser kleinen Einheit, zu diesem Video. Und dann wünsche ich dir eine wunderbare restliche Woche und hoffe, wir sehen uns hier ganz bald wieder. Bis dahin, Namaste. Wenn dir dieses Video gefallen hat, abonniere meinen Kanal und besuch mich auf www.tanzkörpertraining.de. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin.